wie sagt man hier, Wahrscheinlichkeit. So, das Spiel ist Genau. da. Oh, ja. Da Ja, ist hier ist das es mit Game seiner ganzen und ich bin Pracht. weg. Alles klar. Dann, ja, Ciao. schlaf gut und vielen Dank nochmal, dass du da warst. Bis dann, Freunde des Bis dann. Speedrunnings. Tschüss. Bye-bye. Ciao, ciao. So, du hattest ja vorhin schon gesagt, Tojum und Earl kennst du gar nicht. Hab jetzt irgendwie gar keinen Sound, also Ja, vom auch Main. nicht. Okay. Also nicht meckern, dass der Sound zu leise ist. Den könnten wir jetzt voll aufdrehen und ihr hättet immer noch nichts. Ah, ich denke mal, das wären sie, hoffentlich zumindest. Ja, im Chat wird schon gemeckert. Ja, wollte ich gerade sagen. Im Chat wurde schon geschrieben. Wurde darauf hingewiesen. Da Hallo? Sound. Da jetzt, okay. Wunderbar. Test, Test, ja. Also haben die eben gesagt. Gut, dann kann es losgehen mit dem funkigsten Spiel dieses Events. Ich warte mal noch ein bisschen, bis wir jetzt wirklich anfangen. Warte, bis der Timer läuft. Weil das wird ein eher gemütliches Commentary. Was ich mal sagen kann, wir haben jetzt hier 9 Charaktere zur Auswahl. Tojim, ja, den sieht man hier gerade groß. Links oben von ihm, also ganz oben links quasi, das wäre Earl. Das sind die beiden eigentlichen Hauptcharaktere aus der Reihe. Ja, das ist tatsächlich eine Reihe. Gehe ich nachher aber auch noch drauf ein. Amonox, Ja. danke für dein Resub. Zweiten Monat. Oh, vielen Dank. Dank und Rummel, genau. Gut. Wie die anderen 7 Charaktere heißen, kann ich leider tatsächlich nicht sagen. Ja, außer Oldschool Tojim natürlich. Ja, stimmt, klar, logisch. Oldschool Tojim, das ist halt der allererste Tojim, den man gesehen hat. Links daneben, also in der linken Spalte der mittlere, das ist dann übrigens Oldschool Earl, genau. Ich verwechsel die beiden irgendwie immer. Aber die restlichen 5, da kann ich jetzt beim besten Willen nicht sagen, wer das ist, wie sie heißen. 3, 2, 1, Und go! los geht's. Okay, ja, die erste Schwierigkeit besteht schon mal darin, zu beschreiben, was Tojim und Earl überhaupt für ein Spiel ist. Man kann es am ehesten so als Roguelike-Spiel betiteln, aber das ist ein Genre für sich selbst genommen, kann man so ganz grob sagen. Aber man hat im Grunde, ja, mehrere Level. Insgesamt waren es, ich glaube, 29. Und diese Level sind mehr oder weniger zufällig aufgebaut. Also es gibt hier verschiedene Spielmodi, unter anderem auch einen Spielmodus, wo man quasi so einen fixen Seed hat. Wir spielen jetzt hier die Kategorie Crowd Control, die es offiziell auf speedrun.com nicht gibt. Genau, kennst vom Mega Drive. Wie gesagt, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und ja, ich weiß nicht genau, was mit dem Crowd Control jetzt alles gemacht wird. Ich kann es mir nur ausmalen, beziehungsweise ich kann da nur vermuten. Ich denke mal, es gibt eine Kategorie, die heißt Random, also wo halt auch die Gebiete halt random erstellt werden. Und ich denke mal, im Endeffekt ist es in etwa dasselbe. Okay, er hat schon mal ein sehr interessantes Item, nämlich die Flügel. Wir werden generell einige Items finden, die uns weiterhelfen. Grundsätzlich müssen wir in jedem Level immer diesen Aufzug finden. Und in bestimmten Leveln müssen wir auch noch Raumschiffteile finden. Und diese Raumschiffteile, wenn wir die alle zusammen haben, ist das Spiel vorbei. Allerdings müssen wir da auch wirklich bis ins Level 29. Und Trash-Ecke, nein, definitiv nicht. Die Tojim und Earl-Reihe gab es halt, wie Amnox schon eben angemerkt hat. Oh, ja, da war eben eine Auswirkung der Crowd Control. Irgendwie sind die Flügel plötzlich weg gewesen. Ja, Entschuldigung, wie Amonox eben schon angemerkt hatte, er kennt es noch vom Mega Drive. Es gab 2 Spiele auf Mega Drive. Einmal Tojim und Earl, ganz normal. The Alien Duo war, glaube ich, noch so ein inoffizieller Untertitel davon. Das sah in etwa so aus wie das hier, nur halt ein bisschen pixeliger, weil Mega Drive halt. Dann gab es Tojim and Earl Panic in Funkatron, genau. Das ist vom Stil her ganz anders gewesen. Das ist so ein Side-Scrolling-Beat'em-up gewesen. Nicht Beat'em-up, ein Side-Scroller halt. Side-Scrolling-Jump'n'Run, wenn man so will. Es gab für die Xbox auch noch einen dritten Teil, aber von dem weiß ich praktisch gar nichts. Also da bin ich im Grunde komplett raus. Und ja, jetzt halt dieses Back in the Groove. Ich wollte gerade Back to the Groove sagen.
Das ist ja der aktuellste Titel, der ist 2019 rausgekommen und es ist in gewisser Weise so ein Revival von der ganzen Reihe. Man hat allerdings auch gar nicht versucht, irgendwie jetzt Tojum und Earl plötzlich in modern zu machen. Man hat natürlich die Grafik ein bisschen aufgehübscht, aber am Spielprinzip hat sich im Grunde praktisch nichts geändert. Außer, dass es einen Vierspieler-Modus gibt. Also früher im allerersten Teil konnte man halt ja, zu zweit spielen. Hier gibt es halt bis zu 4 Spieler, die alle unabhängig voneinander die Karte mal untersuchen. Die haben allerdings auch immer dieselbe Karte. Man kann lustigerweise Items auch den anderen Spielern zuschieben. Und diese Raketenschuhe beispielsweise, die wir jetzt hier gerade haben oder sehen, wenn man die in dem Moment nicht, oder wenn der Gegner die, Quatsch, der andere Spieler die in dem Moment nicht brauchen kann, können die halt sehr lästig sein, wenn man denen die gibt. Wer Rocket League kennt, da gibt es ja auch diesen Boost, den erzwungenen Boost für den Gegner. Das kann halt schon mal ganz schön nervig sein. Aber gerade das macht auch den Reiz aus, vor allem im Multiplayer-Modus. Ja, die meisten Items, die wir hier so auf dem Weg finden, am Anfang werden wir da noch einige einsammeln, später eher nicht mehr unbedingt. Die meisten davon sind eigentlich Geschenke, also da wissen wir in dem Moment noch gar nicht, was genau wir da einsammeln. Aber sobald wir die geöffnet haben, ja, wissen wir es halt und die können wir im Inventar behalten und setzen die halt im richtigen Moment einfach ein. Wir hatten bisher halt die Raketenschuhe gesehen, die sind sehr nützlich für den Speedrun. Hier haben wir übrigens ein Raumschiffteil, war das allererste und da sehen wir auch mal schon mal die ungefähre Form von dem Raumschiff oder das... Also die schemenhafte Form zumindest. Und immer wenn wir ein Raumschiffteil gefunden haben, können wir an so einem einarmigen Banditen spielen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein extra Leben bekommen gerade. Ja, Essen haben wir auch. Also unten links ist die Essensanzeige. Beziehungsweise die Energieanzeige ist es im Endeffekt. Ja, und die können wir mit Essen halt wieder auffüllen. Moment, Stimme. So. Ja, was auch ganz wichtig ist, es gibt so eine Fake Elevators, also so eine falschen Aufzüge. Man erkennt das irgendwie, aber ich weiß nicht genau wie. Also angeblich sollen die echten Aufzüge sich so ein bisschen bewegen, aber ich habe da ehrlich gesagt keinen Unterschied gesehen. Aber er als Runner erkennt das irgendwie. Auch wenn er in seinem Weltrekord-Run tatsächlich einmal in den falschen Aufzug gegangen ist. Wenn man in den falschen Aufzug geht, wird man nicht irgendwie zurückteleportiert oder so, sondern das ist eigentlich nur ein Monster, also der ganze Aufzug ist quasi ein Monster, das einen dann versucht aufzufressen. Da kommt man aber noch rechtzeitig raus, im Zweifelsfall. So, jetzt hat er gerade ein Item, wahrscheinlich über die Crowd Control auch wieder, ein Item, mit dem er eigentlich die ganze Zeit hüpft. Dieses Sliden, das ist mit Sicherheit jetzt auch durch die Crowd Control verursacht worden. Es gibt so im Spiel eigentlich nicht. Also gibt es schon, aber nur auf Eisflächen. Das slidet man nämlich auch so rüber. Und er hatte jetzt die Kombination aus diesen Bouncing Shoes, also wo er dann die ganze Zeit immer hochspringt, unkontrolliert, und ja, dem Sliden. So, das Item, was er jetzt eben eingesammelt oder eingesetzt hat, der Teleport, der ist sehr interessant, weil der ein innerhalb der Level, des Levels, in dem man gerade ist, an bestimmte oder an zufällige Positionen warpt. Und wenn man jetzt schnell den Ausgang finden will, ist das ganz praktisch. Man warpt einmal, guckt kurz rum, ist der Ausgang hier irgendwo? Nö, dann warpt man einfach nochmal und das macht man so lange, bis man halt irgendwas gefunden hat. Ja gut, so ein bisschen wie Zombies Ate My Neighbors, beziehungsweise Ghoul Patrol. Stimmt. Vom Aufbau her ähnelt es dem auch ein bisschen. So, hier haben wir jetzt, das müsste der Feuerregen sein, der da gerade runterkommt. Ja, wenn wir davon erwischt werden, fangen wir halt Feuer. Wir können dann aber auch... Oder ist es? Nee, das ist nicht der Feuerregen. Okay, sah nur so aus. Mit dem Feuer, also wenn wir vom Feuerregen erwischt worden wären, hätten wir jetzt auch schnell ins Wasser springen können. Dann wären die Flammen wieder gelöscht. Ansonsten verlieren wir halt kontinuierlich Energie. Wie gesagt, ich weiß halt nicht genau, was mit dem Crowd Control alles angerichtet werden kann in dem Spiel. So ein bisschen was haben wir ja schon gesehen, aber ja, keine Ahnung, was da noch alles auf uns zukommt. So, okay, das Item, das gab es tatsächlich in seinem Run an sich nicht. Also in seinem, ich richte mich jetzt immer nach dem Random Run von ihm. Also kein fester Seed oder so, sondern wirklich Random. Da werden die Levels dementsprechend auch zufällig alle erstellt. Da ist er auch Weltrekordhalter übrigens. Und da hat er diese
diese Ansicht von da eben, also dieses weiter rauszoomen, hatte er da nicht. Ist aber natürlich ganz praktisch, um ein größeres Feld zu überblicken und halt entsprechend die Sachen zu finden, die er gerade sucht. Also entweder ein Aufzug oder halt ein Raumschiffteil. Okay. Die einzelnen Charaktere, die wir vorhin auch gesehen haben, ach, das Raumschiffteil auf der linken Seite. Das ist immer so sehr prominent da präsentiert, das Ganze. Die einzelnen Charaktere, die wir zu Beginn gesehen haben, die haben auch alle unterschiedliche Stats, also unterschiedliche Werte. Also der eine ist mal schneller, also Tojum zum Beispiel ist ziemlich schnell unterwegs, hält aber relativ wenig aus. Earl ist im Endeffekt genau das Gegenteil. Aber für einen Speedrun ist dadurch Tojum natürlich der deutlich attraktivere. Ach, Tomatenregen war das. Ah, okay. Alles klar. Danke, Gin Tonic. Aber da gibt es halt eine ganze Menge an Items. Tatsächlich gibt es leider keine Auflistung. Also ich richte mich ja immer nach Game FAQs bei sowas. Da gibt es leider gar keine FAQs zu, also sprich auch keine Auflistung der einzelnen Items. Deswegen ja, gehe ich in erster Linie auf die Sachen ein, die halt für den Speedrun relevant sind. Da hat er jetzt, oder war das schon eins von den Items? Achso, hier sieht man übrigens auch das Sliden mal. So nebenbei. Wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, genau. Es gibt auch ein Item, mit dem bestimmte Teile der Karte aufgedeckt werden. Also die Karte sehen wir unten rechts. So, jetzt hat er nochmal ein Leben bekommen. Unten rechts sehen wir die Karte und die ist so in einzelne Felder aufgeteilt. Und immer wenn wir ein Feld betreten, wird dieses Feld halt auch auf der Karte aufgedeckt. Und mit dem, also mit einem bestimmten Item, werden halt, ich weiß gar nicht, 4 oder 5 Platten oder Felder auf der Karte aufgedeckt, ohne dass wir da direkt drin gewesen sind. Ja, vom Stil her, ja, es ist halt so sehr funky, das Spiel. Sehr, sehr viel Funk-Musik auch im Hintergrund, bisschen Rap-lastig teilweise. Das ist so der typische Sega-Stil der 90er gewesen. Hauptsache edgy, Hauptsache cool, so ungefähr. Ja, und irgendwie alles ein bisschen, bisschen abgedreht halt. Aber das ist eine Serie, heutzutage kennt man sie halt leider kaum noch. Das war ein Seitenhieb. Bitte? Das war jetzt ein Seitenhieb. Ach so, nö, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Aber ja, schön, dass du es so aufgefasst hast. Das ist ein netter Bonus für mich. Nein, ja. Quatsch. Ja, warte, ich bin jung, ich kenne das nicht. Ja gut, aber ich meine, gut, du bist in der Generation nicht aufgewachsen. Ja. Das stimmt schon. Aber du hast das dann eigentlich auch relativ knapp verpasst. Und wann kam denn das raus? Oh Gott, 91 und 92, glaube ich. Genau, mit 100% Blast Processing. Bin ich gerade geboren, 92. Ja, gut. Ja, aber das ist tatsächlich eine von den Serien, die ist damals sehr populär gewesen, zu der Zeit, aber da halt auch Ewigkeiten nichts mehr kam, jetzt mal abgesehen von Tojo mit Earl 3 für die Xbox. Ach, da ist übrigens so ein Fake-Elevator gewesen jetzt. Da hat man mal gesehen, wie der ihn auffressen wollte. Nee, aber abgesehen von Tojo mit Earl 3 kam da ja auch Ewigkeiten nichts mehr. Die Spiele kamen, oh Gott. Wie gesagt, ich glaube 91 und Teil 2 kam dann 92 raus oder so. Kann auch irgendwie 1-2 Jahre später gewesen sein. Und seitdem ist es eigentlich ruhig gewesen um die ganze Reihe. Bis jetzt 2019 das Ganze per Crowdfunding finanziert wurde. Nicht ein dritter Teil, aber ein neuer Teil. Da saß auch der Erfinder von Tojo mit Earl mit dran. Also es ist nicht einfach nur irgendein Fanprojekt, das dann offiziell gemacht wurde, sondern ja, wie gesagt, da hat wirklich der geistige Vater der Reihe hat da seine Finger mit im Spiel. Ich weiß nicht, ob man den irgendwie später angeheuert hat oder ob die ganze Initiative quasi von ihm ausging. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich leider nicht so ganz mitverfolgt. Achso, ja gut, SNES und PlayStation 1, ja, dann kennt man es eigentlich auch nicht, weil es ist halt reines Sega-Spiel damals gewesen. Tatsächlich sogar ein reines Mega-Drive-Spiel zu der Zeit. Also nicht mal irgendwie Ports fürs Master-System oder für ein Game Gear, sondern wirklich nur Mega-Drive. Wie gesagt, das ist halt so typisch 90er-Jahre-Sega. Wir haben zwischendurch immer so ein paar kleine Sprüche. Ne? I really need a bath, kam da eben vorhin, war auch irgendwie I'm so poor. Ist
Achso, KKPC Player. Vielen Dank für deinen Resub. No, vielen, vielen Dank. Kurz mal geteilt. Achso, ja. so storytechnisch kann ich ja mal kurz noch erzählen. Also Totem und Earl sind zwei funky Außerirdische, die auf einem fremden Planeten gelandet sind, der sich Erde nennt. Warum auch immer ist dann... Oh. Okay, da ist ein früheres Level zurückgekommen, versehentlich. Die auf einem fremden Planeten notgelandet sind, der sich Erde nennt. Auch wenn das hier nicht unbedingt nach Erde aussieht, aber egal. Und die suchen halt ihre Raumschiffteile, damit sie wieder zurückfliegen können. Okay, wie hieß das nochmal? Redmaster Rocket hieß das Raumschiff. Oder? Habe ich das richtig? Ja, sobald er ein Teil einsammelt, steht oben auch der Name. Aber ich bin der Meinung, das hieß Redmaster Rocket. Als Sega-Konsole kenne ich nur von selber spielen das Master System. Ah, okay. Das ist auch die beste Sega-Konsole gewesen. Mal eine Frage. Was bedeuten die Level, die hier oben in der Mitte stehen? Das ist einfach das Level, in dem man in dem Moment ist. So. Also, weil er Erfahrungspunkte XP kriegt und deswegen. Achso, da sehe ich tatsächlich selber nicht ganz durch. Das Interessante, oder eigentlich Traurige ist, ich habe tatsächlich Totem und Earl keins der Spiele jemals selber gespielt. Ich habe immer so viel darüber gelesen und habe immer eigentlich so viel Bock darauf gehabt. Aber zum Beispiel auch von dieser Sega Vintage-Reihe damals, also damals zu Xbox 360-Zeiten, war das halt die einzige Vintage-Sammlung, die ich mir nicht geholt hatte, obwohl ich sie mir eigentlich immer holen wollte. Aber irgendwie habe ich halt selber nie gespielt. Ich weiß nur halt einfach, dass die Reihe gut ist, dass sie auch Kultstatus hatte damals und auch heute natürlich in der eher begrenzten Fanbase dann natürlich immer noch Kultstatus genießt. My tummy hurts. Oh no more no more rotten cabbage. Genau. Da hat er ein bisschen Magenschmerzen gehabt von dem verdorbenen Kohl, den er da gegessen hat. Oh. Und das sind so die Grundlagen vom Spiel. Wie gesagt, es gibt halt... Achso, ja, hier teleportiert er jetzt wieder. Bisschen. Also da hat er eben schon gemerkt, an der Stelle da oben wird nichts mehr sein. Also hat er dann Teleport benutzt, um sich irgendwo anders ins Level zu teleportieren. Und jetzt sucht er das halt ab. Durch sowas kann man tatsächlich auch einiges an Zeit verlieren. Man kann halt manchmal einfach Pech haben. Irgendwas wurde durch die Crowd Control gerade, glaube ich, wieder ausgelöst. Ja, ist gestorben anscheinend, ne? Ja, das sah aus wie Sterben, aber einfach nur Sterben ist ein bisschen billig für so ein Crowd Control-Ding. Also dann lieber irgendwas. Weiß ich, so Raketenschuhe, vielleicht sogar doppelte Geschwindigkeit, damit man ihn halt in den Tod treibt, aber direkt sterben lassen ist halt irgendwie so, keine Ahnung. Übrigens, die ganzen Gegner hier, kann man ja auch nochmal erwähnen, die haben alle auch so ihre eigenen Fähigkeiten, ihre eigenen Verhaltens- und Angriffsmuster, den kann man aber relativ gut ausweichen. Also das Spiel ist auch nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass man hier großartige Kämpfe vollführt oder so, sondern in erster Linie soll man einfach nur die Umgebung durchsuchen, nach Raumschiffteilen und nach dem nächsten Aufzug und sich dann von Level zu Level weiter fortarbeiten. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn man einen Aufzug betritt in einer Ebene, in der es ein Raumschiffteil geben würde. Ich glaube, dann funktioniert der Aufzug einfach nur nicht. Aber das kann ich tatsächlich nicht mit Gewissheit sagen. Oh. Da wurde er jetzt schon wieder runtergestoßen. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Also in einem Weltrekordrun darf das natürlich nicht passieren. Das ist auch ein... Also das Item gibt es auch im normalen Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es durch Crowd Control ausgelöst wurde. Das ist ein Item, das man eigentlich nicht haben möchte, weil das weist halt die Feinde darauf hin, wo man selber ist. Und dadurch wird man von denen halt die ganze Zeit verfolgt. War ja auch nicht allzu subtil, dieser Hinweis. Irgendwo in die TARDIS einsteigen, genau. Ach, war wegen Crowd Control, okay. Wie gesagt, ich war mir nicht 100% sicher, aber das Item an sich gibt es halt im eigentlichen Spiel. Achso, steht rechts am Bildschirm ran? Ach, da, ja. Tatsache, sehe ich jetzt erst. Okay, da hat jemand jetzt gerade einen Feind hinzugefügt.
Okay, ja, das ist gut. Vielen Dank für den Hinweis, Doom. Wie gesagt, ich hab's tatsächlich komplett übersehen. Oh! Oh, Funkzilla! Ja, jetzt sind wir Funkzilla. Wir sind einfach in der Größe extrem gestiegen. Wir sind extrem größer geworden. Klingt natürlich erstmal nicht verkehrt, aber wir können jetzt einerseits die Aufzüge nicht betreten, weil wir einfach zu groß sind dafür. Und andererseits ist das Manövrieren gerade so bei engen Pfaden halt deutlich erschwert, logischerweise. So, und du hattest ja vorhin wegen Erfahrungspunkten gefragt. Also ich weiß nicht genau, wie das Level-System in dem Sinne hier ist in dem Spiel, aber man kann halt seine Stats dadurch ein bisschen erhöhen. Oh, was war das? Das kann man schlecht lesen. Scramble Stats und Dance Party. Okay. Das ist das erste Romana 45100 ist der User und Dance Party. Genau. Nee, aber da standen eben zwei Sachen, deswegen. Irgendwas mit Scramble war da auch noch mit dabei. Ja, aber jetzt konnte er wenigstens den Aufzug betreten. Ich will tatsächlich jetzt immer Telefonzelle sagen, weil ich von TARDIS gelesen habe hier im Chat. Jetzt konnte er halt die Telefonzelle endlich betreten, weil er halt auch wieder kleiner geworden ist oder normal größer. Nicht Telefonzelle. Jetzt habe ich es wirklich gesagt, okay. Hey, da gab es jetzt eben Crowd Control Naptime, das heißt, er ist ganz kurz mal eingeschlafen und Burp, also so ein bisschen rumrübsen. Ich weiß jetzt nicht, was das bringt oder inwiefern ihm das schadet, wahrscheinlich eher. Aber ja. Aber mich hat es tatsächlich auch gewundert, dass es für das Spiel so eine Crowd Control gibt. Weil es halt, also Crowd Control kenne ich eigentlich nur von relativ großen Spielen und das ist halt eher so ein Nischenprodukt gewesen. Roger Manuel heißt da ein Zuschauer im Chat von dem. Ja, genau. Da hatte ich doch auch nichts anderes behauptet, oder? Oder habe ich das jetzt irgendwie so blöd ausgedrückt, dass es so klang? Ja. Ah, okay. Na gut, dann tut's mir leid. So, ja, da sammeln wir mal noch ein bisschen was ein. Was ämt? Achso, oh, nee, ne? Hula Total Bummer und Here I Am. Also Here I Am, das hat man ja eben gesehen. Das war dieses große Schild. War Total Bummer und war das erste nochmal? Das ist jetzt leider weg. Hula Hoop. Ah ja, Hula, genau. Da weiß ich jetzt nicht genau. Also Hula ist, glaube ich, tatsächlich so ein Hula Hoop-Reifen gewesen. Meine mich zumindest daran zu erinnern. So, ihm fehlten jetzt, ich glaube, zwei Teile nur noch. Auf der von uns aus gesehen rechten Seite des Raumschiffes so ein kleiner Flügel. Und auf der linken. Bitte? Und auf der linken Seite fehlt noch. Genau. Was auf der linken Seite ein Teil vom Rumpf halt noch. Also die linke Rumpfhälfte. Wie gesagt, aus unserer Sicht immer. Okay, da wäre jetzt vom Eiswagen fast erledigt worden, okay. Hat sich erledigt. Nuke. Oh wow, das war Nuke eben gerade. Das heißt, da ist eine Atombombe runtergekommen. Genau, hier können wir jetzt Ranked Up machen. Sprich, wir können jetzt, wir können jetzt halt ein bisschen aufleveln quasi. Sind wir schon zum Beispiel ein Cabbage. Wir werden höchstwahrscheinlich eine Peanut werden am Ende. Also das Level in Anführungsstrichen, was er haben möchte, das steht auch unten links über der Energieanzeige. So, jetzt werden wir zum Poindexter wahrscheinlich. Also so habe ich zumindest noch Kopf. Ja, genau, Poindexter. Bei welcher Zahl bist du? Ich muss den Timer erstmal suchen. 21:45. Ich bin bei 21:48. Achso, okay, naja gut, das geht ja noch. Es klang gerade so, als wärst du weit dahinter. Ach so, nee. Mein Gehirn ist weit dahinter. Das ist das Problem. Ja, liegt dran, dass du müde bist. Nö, eigentlich im Moment nicht. Ja genau, im Crowd Control steht halt leider nicht genau, was es macht. Er hat ein extra Leben bekommen, wow. Und eine goldene Mailbox, Ice Physics hat er gerade bekommen. Die hatten wir vorhin ja auch schon mal gesehen. Ist halt sehr schwer. Was? Scrambled Stats. Ach so, einfach die Stats durcheinander hauen. Ah, okay, jetzt macht's Sinn.
Ja, und Total Bummer weiß ich halt leider gar nicht, was es macht. Tighter, wenn du Amnesia kommentieren möchtest, kannst du gerne machen. Also wir haben aktuell keinen Kommentator dafür. Genau. Ah, okay, jetzt hat er die Regenwolke bekommen. Ist auch wieder etwas, da weiß ich halt nicht genau, was es macht. Wie gesagt, viele von den Items, die braucht man im eigentlichen Speedrun ja sowieso nicht. Deswegen sind die da vollkommen irrelevant. Und ja, so eine Auflistung auf meiner eigentlichen Quelle Game FAQs gibt es halt nicht. Generell gar keine FAQs zu dem Spiel. Ist halt doch relativ neu und halt auch ein bisschen nischig. So, aber da hat er jetzt eben zum Beispiel... Oh, ich wollte gerade sagen, braucht er zwar nicht. Da hat er jetzt zum Beispiel eben gerade das Item bekommen, mit dem ein Teil der Karte aufgedeckt wird. Aber er war direkt vom Aufzug und ich dachte jetzt... Doch, ja, ich habe Aufzug gesagt, nicht Telefonzelle. Und ich dachte jetzt eigentlich, ja, kurz vorm Ende des Levels, Ende der Ebene, kriegt er jetzt die Karte, aber ja, war ja so ein Fake-Aufzug. Okay, und das Teleport, das wurde jetzt auch durch die Crowd-Control gerade ausgelöst. Also das Item hatten wir ja vorhin schon mal gesehen und normalerweise nutzt man das auch im Speedrun. Wie gesagt, wenn man jetzt ein Gebiet so durchsucht und schon merkt, okay, hier ist nichts mehr, hier kann eigentlich nichts mehr sein, dann nutzt man halt den Teleport, wird irgendwo zufällig anders hin teleportiert und durchsucht halt das Gebiet. Aber ja, vom Zuschauer ausgelöst ist das natürlich nicht ganz so toll oder nicht ganz so hilfreich. Okay, er hat jetzt zweimal nacheinander sogar Bugs bekommen, also ein bisschen Geld. Extreme Enemies. Hat er auch gerade gekriegt. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Er hat auch tatsächlich sehr wenige Geschenke aktuell. Also normalerweise hat man zu dem Zeitpunkt quasi das ganze Inventar voll. Da muss man teilweise sogar ein Geschenk wegschmeißen, um ein neues aufzunehmen. Vorhin bei dem Aufleveln, da mit dem, ja, mit diesem kleinen Glücksrad, da hatte er zum Beispiel auch noch einen zusätzlichen Inventarplatz bekommen, aber trotzdem ist das normalerweise in dem Run eigentlich relativ gut gefüllt, das Inventar. Ne, aber ja, dadurch, dass er hier öfter mal auch auf eine frühere Ebene zurückgeworfen wurde, dann bestimmte Abschnitte nochmal machen musste, und durch Auswirkungen, die Crowd Control hier verursacht, dadurch hat er halt einen höheren Itemverbrauch gehabt bisher. Auch die Estimate, das kann ich an der Stelle auch mal sagen, die ist zumindest für einen Random Run, also quasi No Seed Run, ist die auch sehr, sehr großzügig bemessen. Also er braucht eigentlich für seine Random Kategorie so, was war das? Ich glaube 22 Minuten waren es ungefähr. Das ist da sein Weltrekord. Und das ist ja die Kategorie, mit der man das ja am ehesten noch vergleichen kann. Und trotzdem hat er hier halt die doppelte Estimate angegeben. Einfach weil Crowd Control, wer kennt's nicht, kann halt eine ganze Menge schief gehen lassen. Kann eine ganze Menge Schaden anrichten. So. Ah, okay, da hat er jetzt die Zelle gefunden. Mal sehen, kommt noch irgendwas? Okay, er hat gerade nochmal Flügel bekommen. Also die direkt vorbetreten. Achso, ja, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, das wird man jetzt auch sehen. Items, die man direkt vor Betreten eines Aufzuges benutzt oder aktiviert, die hat man dann in der nächsten Ebene auch noch. Ich gehe mal davon aus, ich gehe mal davon aus, dass es auch für die Crowd Control Items zählt und das tut es auch. Und die Vorteil der Flügel ist natürlich, dass man schnell größere Gebiete überbrücken kann und auch untersuchen kann. Und dadurch hat er jetzt auch relativ schnell den Aufzug hier gefunden. Ich muss jetzt echt mal aufpassen, dass ich nicht Telefonzelle sage. So wie vorhin? Ja, so wie vorhin. Ich glaube, jetzt in einem meiner letzten Sätze hatte ich auch wieder Telefonzelle gesagt. Weiß ich nicht, war beschäftigt mit Schedule bearbeiten. Achso, ja. Oh, Sneeze. Ah, da hat man die Auswirkungen von Sneeze, also vom Niesen gesehen. Man wird halt einfach ein Stück zurückgeschleudert. Was natürlich sehr blöd werden kann, wenn man direkt einen Abgrund im Boden hat. Oh, auch die Map. Oh, ja. Cool.
Da war einer, genau. Ne? Richtig. Und da auf der Karte ganz links sieht man halt ein Raumschiffteil. Und die gelben Punkte auf der Karte. Ah, jetzt hat er auch das linke. Ach, hinten fehlt auch noch was, habe ich gerade gesehen. Ja, und die gelben Punkte, das sind halt die Aufzüge. Ich wollte schon wieder Telefonzelle. Mensch, Hilfe! Ja, du schreibst das doch. Ne, das ist doch ruhig Telefonzelle, aber da muss Sorge ich auch Doktor nennen. Warum muss ich ihn dann Doktor nennen? Stimmt. Na, wegen Doctor Who. Okay. Oh. Ach, Random Controls hat er gerade bekommen. Deswegen, ich wollte gerade sagen, wieso hat er da gerade so eine Probleme auszuweichen? Ja gut, wenn du in eine Richtung drückst, ohne zu wissen, in welche Richtung du damit dann tatsächlich gehst, ist es natürlich nicht einfach auszuweichen. So, mittlerweile haben wir jetzt auch so ein paar härtere Varianten der bisherigen Gegner. Also, weiß ich, die sind schneller, die machen mehr Schaden und so weiter halt. Ja. Er lässt jetzt erstmal Gegner ein bisschen tanzen. Das ist jetzt nicht durch die Crowd Control verursacht, sondern durch das Item, was da lag. Und ja, das ist so ein kleines Minispiel. Man muss im Grunde, man kennt es halt. The Rhythm Games, man muss halt im richtigen Moment immer die entsprechende Taste drücken. Also in erster, also eigentlich war es nur X, ne? Kann das sein? Ja, war nur X. Okay. Ich weiß nicht, ob er da jetzt einfach nur Glück gehabt hat. Oder Crowd Control. Ja, kann sein, aber da stand nichts. Also glaube ich eher nicht. Aber wer weiß. Muss ich doch mal ganz kurz alleine lassen? Ja, klar, mach ruhig. Es gibt hier übrigens, das hat man da unten rechts eben ganz kurz auch gesehen, es gibt immer mal so Areale, in die man, zum Beispiel nur mit den Icarus-Flügeln kommen könnte. Nächstes Teil, genau, die Scheibe. Und jetzt auf der rechten Seite das Schwarze, das ist halt nochmal so ein kleiner Flügel und die Finne. Genau, Finne nennt man das bei Flugregen, glaube ich, auch, ne? Also das auf der Rückseite da. Und da wusste er zum Beispiel ganz genau, das ist der echte Aufzug. Also es gibt irgendeine Möglichkeit, das zu sehen im Vorfeld. Ob der echt ist oder ob das Feind ist, der sich als Aufzug halt getarnt hat. Aber ich habe da selber keinen Unterschied sehen können. So, keine Ahnung, wie er das macht. Okay, Strauss erzählt auch gerade so ein bisschen, also Random, also der Modus Random ist an sich gar nicht so schlimm. Er bietet halt einen hohen Wiederspielwert. Und das ist generell auch so ein großer Vorteil vom Spiel. Das Spiel an sich ist nicht allzu lang. Man sieht es ja hier, also als Casual-Spieler würde man vielleicht doppelt so lange brauchen wie er jetzt hier als Speedrunner. Zumindest wenn man es halt schon ein, zwei Mal durchgespielt hat. Aber durch dieses Random hat man halt immer wieder ein neues Spielerlebnis. Vor allem, wenn es dann halt mit mehreren Spielern ist. Wie gesagt, sein volles Potenzial entfaltet das Spiel mit mehreren Spielern, vor allem mit 4, also mit der Höchstzahl. Einfach, weil man da halt, ähnlich wie das jetzt mit der Crowd Control läuft, kann man da halt seinen Gegnern, es sind ja nicht mal Gegner, seinen Mitspielern irgendwelche Items zukommen lassen. Das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Das ist halt sehr witzig. Im Endeffekt. Bunny Hopping. Genau. Oh, gleich hinterher Ice Physics. Und Unidentify? Überraschungsgeschenk? Ja, entweder so oder alle Geschenke, die er im Inventar eigentlich schon ausgepackt hat, sind wieder verpackt gewesen. Das weiß ich jetzt nicht. Okay, hier. Genau, das ist auch ein sehr nettes Item, das wird aber eigentlich im Speedrun nicht benutzt. Aber er hat es jetzt einfach und hat es deswegen einfach mal mitgenommen. Man kann sich als Mensch verkleiden. Ist natürlich sehr, sehr überzeugend, das Ganze. Aber man wird halt in der Zeit nicht angegriffen. So, wir haben den von uns aus gesehen rechten Flügel. Und unten sieht man übrigens auch die Anzahl der Raumschiffteile, 9 von 10. Das heißt, wenn er jetzt das nächste Raumschiffteil einsammelt, hat er es geschafft. Ja, und er sagte auch gerade, 2 levels to go. Also ich bin der Meinung,
waren eigentlich 29, aber gut. Es ist halt technisch gesehen auch eine andere Kategorie, da kann sich auch die Anzahl der Level ein bisschen ändern. Oh Gott. Wir haben wieder Funkzilla, genau, Funkzilla hieß er. Ich meine, an sich ist es ja nicht schlecht, wenn man halt noch am Suchen ist. Ja gut, jetzt hat er aber die Telefonzelle schon gefunden. Oh. Ach, gleich nochmal Funkzilla hinterher, geil. Und Teleport hat er auch noch bekommen. Okay. Ach nein, Teleport hat er bekommen. Ja, nur Teleport, aber für den Teleport ist Tojim halt kurz in Normalgröße gegangen, okay. Dachte jetzt eben, er ist halt normal zur Normalgröße wieder gegangen und hat direkt im Anschluss nochmal einen Funkzilla bekommen. Jetzt hat er aber wieder seine normale Größe erreicht. Kann jetzt auch endlich in die Telefonzelle gehen, aber ich glaube, die... Eventuell. Oh, ja gut, kann ja immer noch irgendwas passieren, ne? Oh. Was war das denn gerade? Irgendein Minispiel, also sprich, da muss er jetzt irgendwas entschärfen oder reparieren oder so. Keine Ahnung. Ich hoffe, man hört die Musik auch so ein kleines bisschen im Hintergrund. Ist halt, ja, es ist halt typischer Funkmusik, also typische Funkmusik. Kannst du auch lauter alles, machen. Alles funky. Und nö, muss nicht sein. Ich glaube, dann wären die Kommentatoren auch zu laut. Ich höre das ja jetzt auch. Also die Musik ist tatsächlich relativ leise im Vergleich zu den Originalkommentatoren. Ich glaube, da das würde dann zu laut sein nachher. Am besten einfach mal selber spielen. Gut, das sollte ich jetzt in meinem Mund nicht zu weit aufreißen. Vielleicht solltest du doch mal selber spielen. Ja, endlich mal, nach all den Jahren. Das hatte mich tatsächlich... Kommst du eh nicht dazu, hast keine Zeit dafür. Ja, ich meine, das ist halt wenigstens ein kurzes Spiel, das geht dann eventuell noch. Ja, aber das wollte ich tatsächlich damals zu Mega Drive-Zeiten schon spielen, aber ich habe selber nie Mega Drive besessen, zu der Zeit zumindest nicht. Ich überlege gerade, ist das nicht auch auf dem Mega Drive Mini? Ahnung. Doch, ich glaube ja. Ich weiß es jetzt gar nicht. Muss ich das da mal spielen, endlich? Also das Original dann. Oh, und wieder eine Ebene weiter runter. Genau, also Drop Level, das ist halt dieses eine Ebene weiter runter, logischerweise. Und was ist das andere da? Was? Expel Present, okay. Konnte man eben so schlecht lesen auf dem weißen Hintergrund, deswegen habe ich da eine Weile gebraucht eben. Im Grunde muss Flügel wieder. Oh, ja. Ui. Ja gut, in dem Level haben sie jetzt weder geschadet noch wirklich geholfen. Ich meine, er ist ein ganz kleines bisschen später, ganz kleines bisschen schneller da noch hingekommen. Aber die könnten jetzt auf der Ebene ganz nützlich sein noch. Oh, da geht jemand im Hintergrund. Ich hab gerade zufällig auf die Cam geguckt und den da gehen sehen, genau in dem Moment. So, das scheint, also entweder ist das wieder eine... Nee, das scheint die richtige Telefonzelle, Mann, der richtige Aufzug zu sein. Ich hab's selber gemerkt diesmal. Aber ihm fehlt halt noch ein Raumschiffteil. Also wenn, da ist das Raumschiffteil und dann ist jetzt auch gleich Time, sobald er das eingesammelt hat. Time. Ja. So. Sehr viel Zeit gut gemacht. Die Zeit, die wir vorhin gebraucht haben, haben wir aktuell laut Estimate wieder reingeholt. Okay. Ich guck gerade, Amnesia sollte 4.34 Uhr anfangen. Ja gut, ich meine, die brauchen jetzt natürlich noch einen kleinen Moment für die Setup-Phase, weil dann sind sie ein paar Minuten hinter. Ich überlege gerade, wo haben die von Zeit verloren? Ich glaube, nach... Die waren noch offline zweimal. Ja, genau, das meinte ich. War das so viel Zeit, die da verloren gegangen ist? Eine Stunde, ne? Okay, kam mir gar nicht so lange vor, ehrlich gesagt. Ja. Da sieht man wieder Funkzilla. Wie gesagt, ist halt ein sehr, sehr lustiges, sehr nettes Spiel mit einem ganz eigenen Artstyle. Aber ich sag mal, give it a try. Sollte mich auch selber dran halten.